Ein digitaler Wettbewerb vom Feinsten. Erweitert sich auf alle Gaming-Sektoren der Welt. Inspiriert die nächste Generation von Profispielern. Wir blicken zurück auf einige der größten Finalmomente des Jahres 2017. Die Profi-Gaming-Ausrüstung, die unseren Champions die Oberhand gibt. Außerdem die größten Events, die im neuen Jahr den E-Sports-Globus begeistern. Wir leben die Kultur. Wir sind Arena Esports. Vor einer brüllenden Menge. Der Countdown für ein historisches Sportereignis begann direkt aus Lyon in Frankreich. 8 qualifizierte Spieler haben sich für ihren Siegeszug aufgestellt. Die Rennsport-Community traf sie zum Trackmania Cup 2017, veranstaltet von der französischen Streaming-Ikone Zurator. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la Trackmania Cup 2017! Die Besten der Besten der digitalen Rennwelt von Trackmania reiten sich zum Kampf um Ruhm und Ehre ein. Die ersten 4 Teilnehmer des Events betraten die Arena, bereit für eine Show vor mehr als 3000 kreischenden Fans. Der weltberühmte Champion Carl Jr. aus Kanada, ein Veteran des Spiels und ein mächtiger Athlet in der Aufstellung des Teams Expert Black. Das hiesige Talent Bren aus Frankreich, respektiert unter Rivalen und Kollegen in der Trackmania-Community. Der Sieger des Mania Planet World Cups 2016, Paco aus Großbritannien. Ein weiterer tödlicher Spieler aus Team Expert Blacks Rennaufstellung. Und der passionierte Rennfahrer Bad Lulu. Ein junger und engagierter Spieler, der bereit ist, sich der Herausforderung zu stellen. Die Spieler nehmen ihre Plätze ein und sind bereit für die Action. Sie werden auch von Zurator selbst entworfenen, speziell konstruierten Strecken fahren. Die Fahrer müssen sich mit einer Vielzahl von Umwelthindernissen auseinandersetzen. Château, voilà qui. Oh, ça a touché! Côté Karl! Ah, ça, c'est une erreur qui fait assez mal quand même! Die Platzierung bedeutete alles. Die Spieler mussten eine bestimmte Anzahl von Punkten sammeln, um sich für das Turnierfinale zu qualifizieren. Wer versagte, wurde nach Hause geschickt. Die beiden schnellsten Fahrer aus jedem Halbfinale qualifizierten sich für das große Finale. Cette chance! C'est servi sur un plateau d'argent. Plus personne ne pourra normalement arrêter Karl. C'est une catastrophe. Et maintenant il passe. Et voilà. Fliegende Autos, strategisches Kurvenschneiden und Entscheidungen in Sekundenbruchteilen machten den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus. Nach einer intensiven Stunde Trackmania kamen Team Experts Carl Jr. und Publikumsliebling Bren ins Finale. Mit dem Ziel, sich im globalen E-Rennsport einen Namen zu machen, in der schönen Stadt Lyon in Frankreich. Die Pro-Gaming-Action war noch nicht zu Ende. Es wurden noch Träume in die Tat umgesetzt. 8 Legenden des Spiels aus der ganzen Welt traten an, um sich beim von Zurator veranstalteten Trackmania Cup 2017 vor schreienden Menschenmassen zu beweisen. Die 2 angehenden Champions sind auf dem Weg zum großen Finale des Turniers. Und 4 Hoffnungsträger verfolgten weiterhin den Traum. Nur 2 Plätze waren noch frei. Publikumsliebling Papu. Trackmania Dirt-Gewinner bei der Gamers Assembly 2017 in Frankreich. Der deutsche Kandidat Revolution. Ein Meister des Handwerks, der mit großem Erfolg für M&M Gaming arbeitet. Die Antwort der Tschechischen Republik, Kappa. Ein junger Spieler macht sich einen Namen in der europäischen Sportszene. Und langjähriger Trackmania-Profi Aurel. Der Kandidat aus dem Team Axis, der sich im Turnier durchsetzen will. Die Jungs haben ihre Spielgesichter aufgesetzt und sind bereit zum Rennen. Attention! Oh la la, il le temps! Il passe! Eine extrem enge Serie von Spielen, da die Ergebnisse immer näher an das Limit rückten. Es galt, die Geschwindigkeit beizubehalten und gleichzeitig auf Hindernisse zu achten. Attention! Et voilà!
Der Franzose Papou und der deutsche Revolution überqueren die Ziellinie und gelangen ins große Finale. Ein Schritt näher an der Trophäe. Die Herzen schlugen schnell, als sich das Turnier für ein letztes Rennen aufheizte. Verpasst nicht die gleich auf Arena Esports folgende Trackmania-Action. Nun, im Jahr 2018 steht die nächste Saison des beliebten MOBA-Titels League of Legends kurz davor, seine Champion-Serie ernsthaften Veränderungen zu unterziehen, um die Zuschauerzahlen und die Teamökonomie besser wiederzuspiegeln. Sowohl die europäische als auch die nordamerikanische Division werden von einem Best-of-Three-Match-Format zurück zu einem Round-Robin-Best-of-One wechseln, um die Auswirkungen des Streaming zu bewältigen und die Zuschauerzahlen zu erhöhen. Die Änderung des Formats wirkt sich auch auf die geplanten Spielzeiten aus und gibt den Zuschauern eine detaillierte Übersicht darüber, wann ihre Lieblingsmannschaften spielen. Vier verbliebene Spieler bereiteten sich unter den Augen der E-Sports-Welt auf das große Finale des Trackmania Cups 2017 vor. Papou, Carl Jr., Revolution und Bren waren gleichwertige Konkurrenten mit jahrelanger Rennerfahrung. Die Menge jubelte, als das erste Rennen begann. Attention! Est-ce que vous êtes chaud pour voir la finale qui commence? Carl Jr. setzte seinen Namen auf die Tafel, dicht gefolgt von Papou. Rennen 2 brachte eine andere Spielweise in das Turnier. Die Spieler mussten jedes Mal, wenn sie einen Checkpoint passierten, zu einem Buzzer auf die Bühne laufen, um ihr Fahrzeug wieder zu aktivieren. Et aller directement sur son checkpoint, Bren, pareil alors que Carl Jr. What? Tout va bien? Tout va bien? Papou belegte diesmal den ersten Platz. Zurück in die Autos, wo Papou bei Rennen 3 zurückfiel, was Carl Jr. die Chance auf eine massive Führung gab. Carl Jr. qui est passé premier là-dessus. Revolution 3e, Papou qui s'est planté. Ein weiterer Sieg für die kanadische Legende. Ohne Zeit zu verschwenden, ging es in Rennen 4. Es galt, sich unter den Hindernissen der Stadionbahn zu ducken und hindurchzutauchen. Wobei der Kanadier Carl Jr. weiterhin die Turnierführung behielt. In Rennen 5 forderte Papou Carl Jr. heraus, doch der Weltmeister konnte nicht übertroffen werden. Carl Jr., nun Finalist, war nur ein Spiel davon entfernt, den Trackmania Cup 2017 zu gewinnen. Surtout la chicane! Attention! Okay! Durch seine Fähigkeiten und Agilität ist Team-Experts Carl Jr. direkt ins Ziel gesprungen. Son titre de Trackmania Cup. On va le savoir si Papou fait une erreur. Ça dépasse pas encore. C'est pas encore fait. Le wall hit. C'est pas fait, c'est dépassé. Papou a touché. Et c'est fait. C'est fait pour Karl. Der Trackmania Cup-Sieger 2017 wurde gekrönt. Eine Rennsportlegende in der Welt des kompetitiven Gaming. Als nächstes folgt einzigartige Ausrüstung, um das Spielerlebnis zu verbessern. Gleich auf Arena Esports. Der PC war von Anfang an ein fester Bestandteil des begeisterten Gaming. Ein wesentlicher Teil der Attraktivität besteht in der Möglichkeit, Komponenten nachzurüsten, um mit den neuesten Spielen Schritt zu halten. Die Grafikkarte ist das Herzstück eines jeden Gaming-Rigs und macht den Großteil der schweren Arbeit, wenn es darum geht, hochwertige Grafiken zu erstellen. Viele E-Sports sind optimiert, sodass sie auf Rechnern mit niedrigen Leistungswerten laufen.
Aber Probleme wie eine inkonsistente Framerate können einen großen Einfluss auf die Spielerperformance haben. Solltest du vorhaben, live zu streamen oder dein Gameplay auf Wettbewerbsniveau aufzuzeichnen, erfordert das eine Menge Rechenleistung, um zuverlässig zu arbeiten. NVIDIA's GeForce GTX 1080 Ti sorgt für optimale Leistung, um das Beste aus deinem Spiel herauszuholen. Die 1080 Ti ist außerdem voll VR-fähig und unterstützt Displays mit einer Auflösung bis zu 8K. Sie ist bereit, jede grafische Herausforderung zu meistern, die du ihr stellst. Leistungsstarke PCs sind oft unhandlich und nicht portabel. Spezialisierte Streaming-Geräte sind zu einer beliebten Wahl für diejenigen geworden, die die Leistung ihres PCs bequem an ihre Couch bringen wollen. Das Nvidia Shield wird mit deinem PC verbunden, um Inhalte auf deinem Fernseher abzuspielen. Mit einem Gamepad kannst du die Medien-Apps auf dem Shield selbst ausführen oder Medien und Spiele vom PC aus streamen. Gleichzeitig bietet es eine einfache Konnektivität zu Streaming-Diensten wie Twitch, um deine neuesten und besten Spiele in die ganze Welt zu übertragen. Durch Cloud Computing kann man sogar die Leistung eines privaten Rigs überbieten, indem man Spiele live auf dem GeForce Now-Service streamt, der bei Bedarf einen effektiven Ersatz für einen PC darstellt. So kannst du die neuesten Spiele ohne Kompromisse spielen. Vernichte deine Gegner ohne Grenzen. Der größte Tag im E-Sports-Kalender. 24 professionelle Teams nahmen am Premier-Turnier teil, um Ruhm, Ehre und Millionen von Dollar an Preisen zu gewinnen. Jetzt reduziert auf die letzten beiden Teilnehmer. Eine spannende Demonstration von südkoreanischem League of Legends. Monate unermüdlicher Arbeit und endlosen Einsatzes haben diese Truppen zur Zielgeraden geführt. Sie stehen an der Weltspitze und werden von ihren Fans bewundert. Die Titanen des Spiels starten in das große Finale der League of Legends Weltmeisterschaft 2017 in der chinesischen Hauptstadt Peking. Ein Rematch im Weltmeisterschaftsfinale heizte sich auf, als SK Telekom T1 Samsung Galaxy erneut in einem epischen MOBA-Wettbewerb herausforderte. Präsentiert im Nationalstadion von Peking, das den meisten als Vogelnest bekannt ist. Tausende jubelnde Fans drängten sich in das Olympiastadion und brachen den Rekord des größten Austragungsortes eines erstklassigen E-Sports-Events. Doch das Zuschauerinteresse endete hier nicht. Zum Streaming von mehreren Websites rund um den Gaming-Globus schalteten Millionen von LOL-Fans ein, um den Kampf auf höchster Ebene zu verfolgen. Die Augen der Welt beobachteten genau, wie die unangefochten besten Teams in der League of Legends Pro-Geschichte das erste Spiel begannen. Game 1 of the 2017 League of Legends World Championship Final about to begin. We are on the Summoner's Rift. It is going to be a barn burner of a match. SK Telecom T1, three-time World Champions, looking for number 4. Das Frühspiel war ruhig. Beide Seiten achteten auf ihre Positionierung. Beide Teams spielten passiv, farmten die Lanes und den Dschungel und versuchten, ihren Gegnern keine Chance auf die Führung zu geben. Aber wie in jedem E-Sport kam es zum Wendepunkt und Samsung Galaxy holte sich das First Blood. I really love to play when you start it. You bait out the blue trinket, you kill it. You go back to your mid lane, and then you go back again. Going for the play. Can he get himself in? He suppressed the burst damage. Oh, the play was too low. Beat out with the game saving Baron Steel. And here comes the re-engage. He bounces back. First blood still goes to Samsung Galaxy. Aber jetzt war Samsung unaufhaltbar. Kill für Kill fielen die Mitglieder der SKT durch die südkoreanischen Kollegen. Mit einer beträchtlichen, gut gesicherten Goldführung riss Samsung SKTs Hindernisse unangefochten ab. Der Verlust jeglicher Kartenkontrolle ließ SK Telekom T1, das sich nicht verteidigen konnte, untergehen. Samsung Galaxy
see only give up one turret this entire game and absolutely dominate SK Telecom. A complete domination to this one. They're looking for a couple more kills to pad the stats, but there is no way back in this one for SKT. The slicing maelstrom in there. SKTs Nexus fiel und sicherte Spiel 1 für Samsung Galaxy. Diese Aufstellung hat sich seit Sommer aufgesplittet. Von diesen 5 Spielern hatte keiner gegen SKT gespielt. Als sie gegen SKT in der Nachsaison verloren haben, waren es andere Spieler. Sie entschieden sich für Haru, aber es wirkt, als wäre Ambition da. Die Stimme ist so wichtig neben dieser Botline, dieser Aufstellung. 5 Spiele in Folge gegen SKT. Mehr vom League of Legends Weltmeisterschaftsfinale 2017 als nächstes auf Arena Esports. Die Schwerter wurden gezogen, als das südkoreanische Kraftpaket Samsung Galaxy im Finale der League of Legends Weltmeisterschaft 2017 mit einem Punkt Vorsprung gegen den amtierenden Weltmeister SK Telecom T1 führte. Samsung bewies der chinesischen Menge, dass 2017 sein Jahr war. Man muss schon sagen, SKT muss mehr zeigen, wenn es Samsung schlagen will. Das war keine gute Leistung im ersten Spiel und deshalb bekommt es am Ende einen Turm. 0 Kills im ersten Spiel, wir brauchen mehr von den Weltmeistern. Auf der Suche nach Revanche entschied sich SKTs weltbekannter Midlaner Faker für den Champion Ryze in Spiel Nummer 2. Eine Wahl, die sich letztendlich mit etwas Hilfe von Peanut und Hunai ausgezahlt hat. Die Jungs in Rot wollten Samsung etwas versprechen. Aber es dauerte nicht lange, bis Ruler mit einem Doppelkill die Punktzahl ausgleichen konnte. Area poppers of time, in comes Crown, and they're gonna find their first kill of the game. Kube staying alive as well, the chase forward, they got Root and a Faker, Samsung Galaxy, the Flash Tornado, Core JJ secures a double kill for Ruler. Das schmerzhafte Spiel 2 verlief für SKT immer schlechter. Samsung Galaxy war unübertroffen stark. The ultimates are down, here comes the re-engage once again for Ambition, wants to add the damage. Oh! Look at the blade Colorado Ruler, do they have the oh! Die Jungs von Samsung Galaxy hatten Blut geleckt und zerschmetterten die Bottomlane, um Chaos im feindlichen Nexus auszulösen. Spiel 2 ging an sie. Samsung Galaxy, das Team, das 2016 gegen den Weltmeister fiel, war nun zu Beginn des dritten Spiels des Weltfinals am Matchpoint. 3 Siege sind, was SK Telecom brauchen würde, um ihre Dynastie fortzusetzen. Was für eine unglaubliche Forderung, wenn man bedenkt, wie die ersten beiden Spiele gelaufen sind. Die Fans des Spiels saßen auf dem Rand ihrer Sitze, als ein zerstörtes SKT immer wieder von seinen südkoreanischen Rivalen ausgespielt wurde. Die Aufstellung für das dritte Spiel bedeutete alles, ebenso wie ein Strategiewechsel. Hatte Samsung Galaxy die Weltmeister komplett durchschaut? SK Telecom musste vorsichtig vorgehen oder würde frühzeitig ausscheiden. Blank for the gank, can he make it happen? Level 2 on both these players. No pillar for Hoon, he looks for the barrel slow. That's gonna be in there, and there's no way out. First blood comes through without even a summoner spell burn. Neue Hoffnung kam auf. Es war SKTs Zeit für Kartenkontrolle, indem sie die Mitglieder von Samsung bei jeder Gelegenheit ausschalteten. Die Jungs in Rot machen sich endlich bereit, um eine gesunde Führung zu bewahren. Samsung musste das Spiel drehen, wenn es den Pokal wollte. Brown's pretty far away from the rest of the team. Nasty Gage! Gets a stun and a ruler, gets a... Oh, gets pushed back, he's gonna stay alive. Another re-engage, a giant silence and a Kuvin! And he blows up, bang! That's a 1-0, the chase in is there! And they're gonna get rid of the bot lane entirely! There's no carries left for SKT! Bevor SKT sich irgendwie erholen konnte, ging Samsung aufs Ganze. Indem es die Midlane hart und schnell stürmte, machte Samsung sich auf zum Nexus. They need this fight, SKT, to stay alive. They've done it so many times throughout the years. Kube getting low, the chase on a wolf. One more attack will do him and he stays alive. But one Nexus turret falls. It's just the one to stay in there. Hoonie on the front lines. Bang to rejoin, clearing out the minions. The minions, though, still pushing in. The turret is gone. Ruler flashed away. He stays in. Wolf finds himself the first kill, but he's going to trade his life. One more attack. SKT wehrte sie ab.
nahm sich den Elder Dragon und griff Samsung im Gegenzug an. Ein Tauziehen auf der Midlane. Beide Teams wollten das Spiel hier und jetzt beenden. In the back line, they found Morris. Hootie does not have a way out. Pops to Yolt, but he has no exit route. Two more autos will kill him down, but he gets to run away. They switch to their aggro. They knock down Wolf instead. 5v3 in mid. Samsung Galaxy griff zum zweiten Mal durch die Midlane an, um den letzten Schlag gegen SKT zu landen. Ruler on the Nexus. The upset is complete as the kills come through. The SKT Dynasty is your 2017 World Champions! Meister des League of Legends Esports. Samsung Galaxy wurde 2017 nach einem grandiosen Finale zum Sieger gekrönt. Legenden einer weltweiten Kultur, die die Trophäe erheben, die ihr Pro-Gaming-Vermächtnis symbolisiert. Glückwunsch, Samsung Galaxy! Spiel-Community-Action macht sich auf den Weg in die Stadt Franklin für das Komitee in Tennessee 2018. Ein riesiges elektronisches Kampfsportereignis, das an diesem Wochenende startet. Große Namen wie Street Fighter V, Smash Bros. Und Tekken 7 stehen auf dem Programm und bieten sowohl Zuschauern als auch Teilnehmern bahnbrechende Pro-Gaming-Action. 16 der weltbesten MOBA-Teams reisen auf die Philippinen zum Galaxy Battles Major 2018, einem Dota 2-Event mit hohem Einsatz, das am 19. Januar das neue Jahr einläutet. Die Teams springen direkt auf das Schlachtfeld, denn das erste Major 2018, das auf allen großen Streaming-Plattformen zu sehen ist, bietet einen außergewöhnlichen Preispool von $1 Million. Die E-Sports-Fans sind auf dem Sprung, denn die HCT-Weltmeisterschaft 2017 bringt Ende des Monats das Beste vom Besten aus dem digitalen Kartenspiel-Universum nach Amsterdam. Große Namen wie Colento, Poe und Orange werden beim ersten Blizzard Entertainment-Event vor begeisterten Zuschauern um einen riesigen Preispool von $1 Million kämpfen. StarCraft II-Fans vereinigen sich beim großen Chisadelphia-Turnier, das am 20. Januar in Philadelphia sein 6. Kapitel präsentiert. Die zerstörerischen Kräfte von Protoss, Terranern und Zerg treffen aufeinander, während namhafte Profispieler alles dran setzen, um Ruhm und Preisgelder zu erringen. Die Welt des E-Sports war lebendig auf der Hi-Res Expo 2018 in Atlanta, Georgia. Erlebe unvergessliche Smite, Paladin und Hand of the Gods Action in der Show nächste Woche. Bleib dran, was Pro-Gaming angeht. Arena Esports ist die beste Adresse für News über Gaming-Wettbewerbe aus der ganzen Welt. Als die größten Teams der Esport-Welt treten sie auf die Bühne. Und das Risiko und die Belohnung waren noch nie so hoch wie heute. Millionen von Fans auf der ganzen Welt schauen begeistert zu. Zeit zuzuschlagen, jetzt. Wir tauchen tief in die Action ein. Wir sind Arena Esports.